Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video-Tutorial. Diesmal installieren wir Scribus. Das ist ein Desktop-Publishing-Programm auf die digitale Schultasche und damit wäre sie dann vollständig. Ich habe hier schon mal die Installationsdatei runtergeladen, Scribus Portable 1.4 Version. Wenn man die entsprechend startet, kann man die ausführen. Wir wählen Deutsch an, wir sagen hier weiter und hier ist es wichtig, wieder unsere digitale Schultasche zu suchen. Die ist hier, meine Programme und hier müsste sich eigentlich ein eigener Ordner erstellen. Also das heißt, hier wähle ich meine Programme aus, sage okay. Dann habe ich F-Programme Scribus Portable und sage installieren. Und es wird wieder mal einige Zeit dauern. So, das hat jetzt eine Zeit lang gedauert. Man kann jetzt hier auch gleich Scribus ausführen auswählen, wenn man hier dann auf Fertigstellen geht. Dann kann man schauen, ob die Installation erfolgreich war. Hier meckert wieder mein Virenscanner. Und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Hier haben wir Scribus Portable. Und wenn wir das anwählen, dann startet es auch. Gut, jetzt möchte ich es aber auch noch in meiner digitalen Schultasche haben. Das heißt, wenn ich hier auf das Start-Icon gehe, möchte ich, dass das hier unter Bildbearbeitung erscheint. Gut, dann machen wir das so. Wir machen hier einen neuen Punkt unter Bildbearbeitung. Wir sagen hier Datei hinzufügen. Dann suchen wir diese Installation unter Programme. Dann hier haben wir irgendwo dieses Scribus Portable, genau. Und hier haben wir auch schon die Datei. Wir haben hier bei Erweitert, können wir sogar noch dieses Icon hier setzen. Und dann haben wir praktisch hier dieses Programm, was hier auftaucht. Und hier unten haben wir das dann ebenfalls nochmal unter Bildbearbeitung Scribus Portable. Gut. Dieses Programm ist ein Desktop-Publishing-Programm, ähnlich wie der Microsoft Publisher oder InDesign, allerdings kostenlos und es ist von USB-Stick lauffähig. Das heißt, man kann hier die Sachen mit nach Hause nehmen, zu Hause weiterarbeiten, wieder in die Schule kommen und dort dann weiterarbeiten.